Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Twine 2. Und ja, das letzte Mal haben wir die Pilzhöhlen durchquert und sind nun durch ein Loch gefallen in einen dunkleren Abschnitt der Pilzhöhlen. Hier wachsen immer noch Pilze, aber auch riesige Spinnennetze. Da oben ist eine Fiole. Können wir die so runterholen, indem wir einfach mal dagegen hauen, gegen den Stein? Nein, scheinbar nicht. Hier würde uns der Wurfhammer wahrscheinlich gut helfen. Aber den haben wir ja nicht. Deswegen müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Na, klappt so nicht ganz. Nein, das klappt so auch nicht. Komm. Na komm, ich werde das Ding da wohl noch runterkriegen, oder? Ich will nicht höher schieben. Na, er macht's nicht kleiner, das ist das Problem. Kann ich eine ganz kleine Kiste machen? Ja, kann ich. Passt die auch da hoch? Ja, passt sie. Schade, da komme ich wirklich nicht dran. Höchstens, ich schalte jetzt den Hammer, den Sturmhammer werfen frei. Nö, dann verzichte ich lieber auf die Fiole. Da ist irgendetwas in dieser Höhle. Und es ist weder ein Regenbogen noch ein Einhorn. Es ist eine riesige Spinne, was da hinten ist. Und sie macht instant tot. Okay. Mann, ich find's gemein, dass mich die Fiole da oben ärgert. Na gut. Gut, das müssen wir dann wahrscheinlich so machen. Ach, aua. Erstmal uns selber das Ding auf den Kopf fallen lassen. Und dann hier das Wasser. Oh, sieht schick aus da oben. Ah, Vorsicht. Hier müssen wir dann wohl schnell sein. Erstmal will ich hier rüber. Nein, darunter wollte ich nicht. So, hier rüber. Da oben scheint es nämlich noch irgendwas zu geben. Mal gucken, ist das der Weg zurück? Wäre ja fast schon zu praktisch. Nein, es ist ein Secret. Okay. Mal gucken, was haben wir hier? Ein Sammelgemälde. Och, das sieht doch schön aus. Solche Artworks. Gut, dann können wir ja jetzt den anderen Weg nehmen. Oh. Nein, ich will da nicht wieder runter. Oh, Riesenpilz. Und lachen. Ich habe schon wieder Goblins lachen gehört. Ah,
Ah ja, das ist lustig. Hier kämpfen wir mal den Goblin. Aua. So viel zum Goblin. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das habt ihr gesehen. Okay, da sind noch zwei Erfahrungsdinger, die ich gerne hätte. Ja. Okay, an dem kann ich mich festhalten. Da kann ich auch an dem ein bisschen schwingen. So, genau, danke. Und hier wieder hoch. Ah, dem hier ausweichen, dem ausweichen. Hier rüber. Was auch immer das bringen soll, gucken wir gleich mal vor. Erstmal warten wir den nächsten Schuss ab. Keine Ahnung, was der Hebel bringen soll. Wow. Na, du bist eine ungemütliche Pflanze da drüben. Also der Felsen da drüben sieht schon mal so aus, als ob er ihn wegsprengen könnte. Aber erstmal müssen wir die Jungs loswerden. Da gehen wir mit dem Fass spielen. Spielt den Fass. Genau. So, jetzt brauche ich so ein Fass mal. Komme ich da oben irgendwie hoch? Ja, hier gibt es was zu festhalten. Wow, ich will nicht da runterrollen. Eigentlich das hier, die Luft jagen. Ach, bumm. Okay, das hat nicht ganz gereicht. Machen wir noch mal eins. So, machst du jetzt bumm. Reicht immer noch nicht ganz. Na gut, dann denke ich mal, dass wir etwas nachhelfen müssen. Genau. Oh, aber nicht in den Giftschutz, ich will nur die Erfahrung hier haben. So, hier wieder rüber. Und das hier sieht so aus, als ob man es irgendwie die Luft jagen könnte. Ah, nein, so wollte ich das nicht. Wieder hoch. Jetzt habe ich dem Magier die Dinger zerhauen. Das wollte ich allerdings auch nicht. Na komm, stellen wir drei Kisten auf. Wird sie erhalten. Da oben ist wahrscheinlich wirklich nur TNT. Magier, mal ein Fass hier hoch, bitte. So. Und ja, ich experimentiere jetzt hier ein bisschen damit rum. So, das Fass in Brand. Und dann jetzt mal schön bumm machen. Ja, da oben waren wirklich nur Explosionsfässer.
Der Hebel macht wahrscheinlich das Tor auf. Uah. Ein Feuerzeug zwar. Wow. So, das war ein Feuertänzer. Na komm, schieß. Will hier noch jemand was? Nö, scheint nicht so. Aber Level Up, 3 Punkte. Für was geben wir die jetzt aus? Anstürmen brauchen wir nicht unbedingt. 4 Objekte. Nee, ich gebe ihr mal den Feuerpfeil. Kann sie als nächstes nämlich den explosiven Pfeil lernen. So, jetzt kann sie umschalten zum Feuerpfeil. Jetzt können wir auch Fernzündungen machen mit den Kisten. Tschüss. Danke. Also da unten kommen wir wahrscheinlich wirklich nur mit Explosionskisten ran. Haben wir noch irgendwo eine? Ja, da ist noch eine. Die nehmen wir mal mit. Mal sehen, ob wir da wirklich rankommen. So. Da einmal festhalten bitte und hier rüber schwingen. Oh, und da sieht's giftig aus. So. Reicht das? Gucken wir mal. Ja, das reicht. Und wir haben eine große Fiole gekriegt. Jetzt wieder hier hoch. Und mal gucken, was macht der Hebel. Ja, nein, nein. Oh. Nochmal bitte hier zurück. Ich will meine Dieben heilen. So. Jetzt will ich noch an die Erfahrungsfigur ran. Da muss ich die Minenkarre dahin stellen. Ach, so geht das auch. So kann ich das wegblasen. So, das wegblasen. So komme ich auch an die Erfahrung noch ran. Ist hier noch Erfahrung zufällig? Nö. Okay, dann können wir jetzt in die Rutschpartie gehen. Wow. Das sieht ja gar nicht verdächtig aus da oben. Aber ich denke, auch hier kommen wir nicht wirklich ohne was Explodierendes ran. Nö. Den Felsen können wir ja nicht so weit zurückschieben, oder? Doch, können wir. Boah. Aber bitte nicht vor die überschlagen werden. Bleibst du da? Vom Wegrennen war nie die Rede. So.
Noch eine Erfahrungsführung, sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, an der Stelle mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.